Herr Meister, statt der Sauna hätten wir gerne ein Dampfbad, geht das noch? Ja, das wäre uns viel lieber. Das ist ja ganz interessant, im Gegensatz zu einer Sauna, die diese trockene Luft hat, dringt diese feuchte Luft von einem Dampfbad viel stärker in den innersten Kapillar. Ein Dampfbad ist möglich. Wunderbar, danke. Super. Super. Und dann wollte ich noch fragen, weil ursprünglich haben wir gesagt, wir machen den, wir machen den Fitnessbereich direkt neben dem Kreativbereich. Da hätte ich gerne noch geredet mit Ihnen, weil das ist nicht so günstig, das schlagt sich ein bisschen, nicht? Bei der Fitness, man schwitzt dann doch und das stinkt dann mit der Zeit. Und ich möchte nicht haben, dass ich kreativ sein will und ich smichtel immer so um. Herr Meister, können wir nicht den Kreativbereich herüber machen, nehmen Lese- und Musikbereich? Weil dann war nämlich der Lese- und Musikbereich eine richtige Pufferzone zwischen... Jetzt ist die Frage, mit was kombinieren wir das Dampfbad? Weil der Videobereich im Dampfbad hat keinen Sinn. Siehst du nichts, ne? Und den Weinkeller? Den Weinkeller kann man auch nicht machen im Dampfbad, weil das ist ja nicht die richtige Lagerungstemperatur. Was? Nein, das kommt alles raus. Da schauen Sie her, was? Da schauen Sie, das ist ein altes Klavier von meinen Eltern. Mit dem haben Sie mich so gewählt. Wirklich, so gequält. 100 Mal dasselbe üben. Als Kind, ich habe dieses Instrument gehasst, kann ich noch gar nicht sagen. Am liebsten da das zocken, wirklich. Ah, die Eisentür können wir auch gleich rausgeben morgen. Können wir die gleich morgen ausbauen? Wäre sehr gut, weil ich bin wahnsinnig empfindlich auf diese Strahlungen. Diese Metallstrahlen, furchtbar. Ich bin da so empfindlich, ich brauche mich nur hinstellen. Spür schon, nicht? Schau, brauche mich nur stellen. Spür schon, nicht? So ein Druck auf der Brust. Irgendwie so richtig, ich muss richtig weggehen. Nicht? Im Schlafzimmer habe ich jetzt alles im Griff, nicht? Das hat wunderbar hingehauen. Schloss aus dem Kosten montiert, Stromleitungen rausgerissen. Haut super hin. Das heißt, vorgestern habe ich ganz schlecht geschlafen. Ja. Aber da war ich selber schuld, da habe ich Profil gelesen. Bin eingeschlafen und habe die ganze Nacht die zwei Metallklammern vom Profil direkt da auf den Sonnen geflecht. Ne? Deswegen würde ich, wenn es geht, die Eisentür gleich morgen ausreißen, ja? 48.000 Schilling. Um 48.000 Schilling hat es der Papa gekauft. Ja, weil die Trottel. Mein Gott, ne, das sind die alten Leute, ne? Das sind die alten Leute, da fressen sie 30 Jahre lang nur Erdäpfel, dann kaufen sie sich sowas. Die können alle entmündigt, in meinen Augen. Ja wirklich, ich dachte einfach entmündigen, ob einer Investition von 10.000 Schilling. Einfach entmündigen, wenn er mit der Kohl kriselt, nein. Wie kommen die Erben dazu? Ja, kalt, Entschuldigung. Ah, Herr Meister, die Mauern. Da müssen wir noch reden, die Mauern hätte ich gern ganz nüchtern mit Kalk übertünst. Nein, die sollen ganz nüchtern und leer sein, dass ich das füllen kann dann. Nein, nicht so hoch die Mauern, so 30 cm Mauern. Schon Mauern, aber eben offene Mauern. Also Mauern, die irgendwie was aufmachen, die so einfach, wo man jederzeit von einem Bereich sofort spontan in einen anderen Bereich überwechseln kann. Und aber trotzdem das Gefühl hat, dass man in jedem Bereich irgendwo total, dass man einfach ganz allein ist und dadurch auch viel mehr mit sich und dadurch stärker einfach an selber ausgesetzt. Und dass man dadurch mehr das Gefühl für einen selber kriegt und einfach... mehr mit sich selber arbeiten kann und sie einfach ein bisschen kennenlernt oder sie zumindest stärker gespürt dadurch und einfach dann langsam einmal sie kennenlernt ein bisschen und weiß, wer man ist und sie zuerst natürlich sucht und dann findet und dadurch hat. Sagt ihr noch nicht so viel, was? Das hat so ein bisschen... Da sind sie nicht so sattelfest, was, Herr Meister? Nein, ist klar, nicht als Maurer sind sie mehr Teamworker, nicht? Sie werden froh sein, wenn ihnen wer die Zirkel zugibt. Ja, da ist die Einsamkeit fast ein bisschen negativ besetzt bei Ihnen, was? Ja. Na gut, wunderbar. Wunderbar. Haben Sie auch ein Hobby, ja? Fernsehen wahrscheinlich, ne? Was? Was Sie fotografieren? Das finde ich toll. Das Sie fotografieren ist toll. Na, total toll.
Ein Freund von mir fotografiert auch, der macht demnächst eine Ausstellung im ersten Bezirk. Hundekot. Ja, Hundekot, der hat jetzt 3 Monate, hat der nur Hundekot fotografiert. Und zwar in verschiedenen Städten. Also der ist extra gefahren nach Paris, London, Mailand, hat dort die Hundstrimmel fotografiert. Und der Wahnsinn ist, er sagt, wenn man so ein Foto anschaut, dass man irgendwie total intuitiv spürt, aus dem Bauch raus, aus welcher Stadt das Hundstrimmel ist. Nur durch die Form. Da macht eine Ausstellung mit einem Freund gemeinsam, der bastelt, glaube ich, Vogelscheuchen. Und die Freundin von dem macht essbares Kinderspielzeug aus Getreidebrei, genau. Da machen sie wieder rein zu einer Vernissage mit Hundekot, Vogelscheuchen, am Schluss gibt es Kinderspielzeug zum Essen. Das wird nett, nicht? Ja, ja. Ja, ja. So ein Hobby ist was Schönes, ne? Ist irgendwie, ne? So ein Hobby. Ja, da wollte ich Sie einmal fragen. Herr Meister? Sie als Maurer. Wie machen Sie das? Dass der so gerade ist. Das taugt mir, dass der so gerade wird bei Ihnen immer. Also, klar, Sie haben einen Wasserwagen und so und spannen diese Schnüre, aber trotzdem, dass der so gerade wird, das taugt mir total. Ne? Wenn Sie, verstehst du, wenn Sie da so Ziegel auf Ziegel auf Ziegel, eigentlich eine öde Hocken im Grund, verstehst du? Wie gehen Sie da um damit? Was spüren Sie da dabei? Können Sie da was auslassen? Können Sie da was mitnehmen? Also nicht so, dass wir stellen, aber ja. Wenn Sie auf so eine öde Art und Weise diese Räume schaffen, ja, in denen dann andere die Uhr leibend und Sachen machen, ja, das ist eigentlich ein furchtbares Schicksal. Nein, Herr Meister, war Scherz halt, gell? Nichts für ungut, Herr Meister. War Scherz halt, gell? Ja. Nein. Wir sind ganz froh, dass wir so Leute haben wie Sie, ne? Aber trotzdem, hat diese Monotonie was Meditatives? Wenn Sie so Ziegel auf Ziegel auf Ziegel, so fließen und fließen und fließen, diese ewige Wiederkehr des ewig Gleichen, nicht wahr? Ja, mein Gott, Herr Meister, fließen, bevor ich vergieße, im Fitnessbereich, unbedingt fließen, ja. Nein, brauchen wir unbedingt, wenn der Schwitz um einen anspritzt, das kann man dann schön anwischen, ja. Und, Herr Meister, die fließen, gell, sind nicht nach 3 Monaten schon wieder runtergekommen, was? Haben wir es verstanden, was? Wunderbar. Ja, Entschuldigung, ich bin so gedankenlos, einen Kostenvoranschlag hätte ich natürlich gerne. Einen Kostenvoranschlag, unbedingt, was? Sie geben, wenn Sie ausgemessen haben. Wunderbar, danke, ganz lieb, wunderbar, danke, sehr nett. Na gut. Also das Attacke-Lichtsystem, das taugt mir irgendwie total. So lieb. Sagen Sie, Herr Meister, können wir das erinnern lassen? Das gefällt mir. Ich finde es auch viel schöner, wenn man, ich glaube, wenn man das Licht selber macht, wahrscheinlich hat man für einen konkreten Bezug zum Licht. Und spürt es auch viel mehr. Also ohne, dass man hingreift, sondern einfach so. Ich finde immer viel schöner, man bastelt was selber, oder? Als man kauft es fertig. Jetzt haben wir ja auch gesehen von Herzschritten machen. Ist das immer viel schöner?